Hallo Schabenfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Mir ist es ja gelungen, die Art Macropanestia rhinoceros nachzuzüchten und deswegen gibt es heute ein Haltungsvideo dazu. Also fangen wir an mit der Macropanestia rhinoceros, denn die Rhinoschabe ist wohl mit Abstand die teuerste Art und wirklich auch richtig schwer zu bekommen, denn die Tiere werden nur noch in ganz kleinen Mengen aus Australien exportiert, also Wildfänge, da wird das ganz genau kontrolliert. Außerdem ist die Nachzucht alles andere als einfach, jetzt sagen wir mal wie bei Pfahlschaben. Rhinoschaben brauchen einerseits bis zu 5 Jahre, um adult zu werden, und außerdem vermehren sie sich dann auch nur einmal im Jahr. Außerdem muss man dann auch aufpassen, dass man da wirklich ganz gute Umstände hat, dass die Tiere da auch wirklich Nachwuchs bekommen. Wir haben jetzt hier einmal die Macropanestia rhinoceros. Es gibt aber meines Wissens nach noch 2 weitere Arten. Einmal die Macropanestia krausiana. Da sind derzeit wohl tüchtige Amerikaner am Werk, die Tiere ja in die USA zu bekommen, um dort sie auch im Hobby zu etablieren. Die krausiana blende ich euch jetzt mal ein Bild ein. Die Macropanestia krausiana sieht also ein bisschen anders aus als die Rhinoschabe oder die Rhinoceros-Schabe. Also fangen wir mal an. Das hier ist quasi die Notfallbox, nenne ich sie jetzt mal, für die Rhinos. Und zwar sind das die Rhinoschaben, die derzeit zur Abgabe sind. Das ist einmal hier der gute Klaus. Ich habe ihn auf den Namen Klaus getauft. Denn, halt da ist er. Denn der gute Klaus wurde aus der Zuchtgruppe rausgeschmissen von dem anderen adulten Bock. Macropanestia rhinoceros Männchen sind da schon ziemlich dominant, was das angeht, und auch sehr territorial. Deswegen sitzt Klaus quasi fast in Einzelhaft. Hier hinten haben wir nochmal in der Ecke sitzen ein kleines Weibchen, das habe ich mal geschenkt bekommen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich einfach mal an, vielleicht können wir uns da irgendwie einigen, denn wie gesagt, ist ja kein Dauerzustand, dass der Klaus da hier in der kleinen Box leben muss. Wichtig ist, Bodengrund habe ich auf jeden Fall Erde-Sand gemischt, denn die Tiere leben großteils unterirdisch in freier Wildbahn, haben die Tiere Höhlensysteme bis zu 1 Meter tief. Also solltet ihr wirklich bei eurem Terrarium oder der Box, in der ihr die Tiere aufbewahren wollt und vielleicht auch züchten wollt, mindestens 20 cm Bodengrund drin haben. Der Bodengrund besteht hier aus einem Erde-Sand-Gemisch. Hier diesmal kein Kokoshumus, wie gesagt, die Tiere müssen graben, die Höhlen müssen stabil sein. Ich habe mal, wo ich die Rhinos bekommen hatte, ein Video dazu gemacht und da war das Mischverhältnis, glaube ich, 3:1 oder 2:1. In freier Wildbahn fressen die Tiere dann vorzüglich Laub, aber kein Eichenlaub, denn Eiche wächst da wohl in Queensland, Australien, wo die Tiere herkommen, nicht. Denn die ernähren sich da großteils auch von weißfaulem Holz und Eukalyptuslaub. Wir geben hier aber Eichenlaub, denn es ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger an Eukalyptuslaub ranzukommen und auch relativ teuer. Wie gesagt, Erde-Sand-Gemisch als Boden, Laub als Nahrung. Hin und wieder auch mal gebe ich mal ein Stückchen Möhre rein, das wird auch ab und zu mal angenommen. Und wie ihr es schon seht, die Tiere fangen gleich an zu graben. Temperatur hieß es früher immer, man soll es so bei 25 Grad halten. Laut dem neuesten Buch von Ohi McMonigal, der da ja auch in aller Welt als großer Insektenzüchter bekannt ist, hält er sie bei 20 Grad, oder zwischen 20 und 22 Grad Celsius. Ich halte meine jetzt ja auch ungefähr in dem Dreh, 22, ich habe ja hier in dem Zuchtraum 22, 23 Grad. Scheint wohl auch so weit zu funktionieren. Deswegen lieber ein bisschen kühler vielleicht, als doch zu warm. Und ganz wichtig ist Feuchtigkeit. Die Tiere brauchen mindestens 70% Luftfeuchtigkeit.
Alles andere gehen die Tiere sonst ein und vertrocknen euch. Jetzt werfen wir aber nochmal einen Blick in das große Hauptterrarium. So, also hier haben wir das Hauptterrarium, wo ich hier meine Zuchtgruppe drin habe. Ein Bock und zwei adulte Mädels. Wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall der Hygrometer, der ist schon ein bisschen eingedreckt. Zeigt jetzt hier, was zeigt er an? Man kann es erkennen. Ja, ich glaube so knapp 80%. Ja, 80% Luftfeuchtigkeit. Bisschen Moos, wie gesagt, das Erde-Sand-Gemisch. Ansonsten sind die Tiere, was ja die Nahrung und so weiter angeht, relativ anspruchslos. Ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht wirklich zu beachten, ne? Temperatur also, wie gesagt, circa um den niederen 20 Grad Bereich. Futter halt eben wirklich Eichenlaub. Luftfeuchtigkeit ist natürlich das Wichtigste, was ihr beachten müsst. Ne, zwischen 70% und 90%. 70% sollte es definitiv nicht unterschreiten, denn sonst vertrocknen euch dort die Tiere. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, die größte Hürde an der ganzen Sache mit den Rhinoschaben sind die hohen Anschaffungskosten. Das war es für heute gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video, abonniert fleißig. Eine Sache noch am Rande, genau dieses Wochenende am Sonntag findet eine Terraristikbörse in Magdeburg statt. Dort werde ich auch wieder vor Ort sein und würde mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall zahlreich erscheinen würdet. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis bald und ciao, ciao.